Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Vollmond-Dienstag. Heute ist der 14.06.2022 und ich habe mir heute unseren Knüppelkerl als großes Vorbild genommen, denn ich möchte über ein Horoskop sprechen, von dem ich wirklich keine Ahnung habe. Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe mir gedacht, es ist so eine Art astrologische Solidaritätserklärung. Ja, also ich habe mich entschlossen, wir werden jetzt ein großes Entlastungspaket in die Wege leiten. Die Steuern werden gesenkt, die Prämien und die Boni für die Volksgenossinnen werden erhöht, verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht und die Deckelung wird auch wieder eingeführt. Jeder kriegt eine gewaltige auf den Deckel. So schaut's aus. Genau das meine ich. Es ist Wunderzeit. Es ist nur noch Wunderzeit. Man hat jahrzehntelang über die eigenen Verhältnisse gelebt, hat es immer wieder mit neuen Krediten weiter aufgeschuldet und jetzt sind wir kurz vor dem, kurz ist ja schon lang vorbei, ja. Wir stehen unmittelbar vor dem Paradies, ja. Und naja, es können sich jetzt interessante Entwicklungen ergeben und wir sehen hier auch ein sehr interessantes Horoskop, deswegen interessant, weil es ein Phantomhoroskop ist. Hier ist nämlich Lilith, obwohl sie hier nicht zu sehen ist. Ja? Also das ist einmal was anderes. Ja? Wir arbeiten jetzt hier mit einer Lilith, die sich hier circa auf einem Grad Krebs befindet, also bitte, wenn du den Gedanken ein L vorstellst. Ich wollte schon mit dem Permanentschreiber ein L hierher schreiben, aber ich glaube, das wäre keine so gute Idee gewesen. Also ich ersuche dich bitte um sozusagen ein bisschen Fantasie. Schauen wir uns einmal die Opposition zwischen Mond und Lilith an. Was beschreibt das? Ja? Was ist Lilith? Schauen wir mal, Lilith ist sozusagen der schwarze Mond. Ja? Der schwarze Mond beschreibt sozusagen das Apogeum der Mondbahn und hier kommen wir dann in den Bereich der Apsidendrehung. Nein, nicht absurde Drehung ist es nicht, das ist die Apsidendrehung. Hier haben wir das, glaube ich, Hier haben wir das, glaube ich, recht schön. Also wenn das die Erde ist, ist der Mond als Trabant, der sozusagen immer das Apogeum, den erdfernsten Punkt beschreibt und der erdnäheste Punkt ist das Perigeum. Gut, das ist jetzt hier stark verzerrt dargestellt. Natürlich ist es jetzt nicht so arg, aber ich glaube, haben wir da hier ein paar Fotos? Ja, hier haben wir ein paar schöne Fotos. Hier sehen wir das, muss ich selber nachdenken, das Apogeum ist der erdfernste Punkt. Dadurch erscheint der Mond kleiner und das Perigeum beschreibt dann den mondnähesten Punkt. Also das bedeutet, wenn, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, ja. Das Perigeum bedeutet, dass der Mond am nähesten ist, aber dann wieder auf die Apsidendrehung bezogen, dann Lilith am weitesten entfernt ist, genau, am weitesten entfernt ist. So ist es, genau so ist es. Und das Apogeum der Lilith würde dann bedeuten, dass Lilith am nähesten der Erde ist und dann wieder der Mond am fernsten ist. Also ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Ich habe es vielleicht auch nicht so ganz verstanden, aber probieren wir mal, das Beste daraus zu machen. Und ja, bevor ich in medias res springe, möchte ich nur sagen, Dienstag heute eine Art, wie sagt man, leichte Vollmondwanderung. Ich habe mir gedacht, vielleicht, dass wir uns irgendwo ein paar Minütchen wohin setzen, ein bisschen meditieren und ja, vielleicht so eine Art Sitzunterlage mitnehmen. Ich möchte heute, wie gesagt, zu Vollmond soll man sich schonen. Heute ist ein keltischer Saturntag, ein schlechter Tag, ein schwieriger Tag. Also das heißt, tu dir heute auch Gutes und in die Natur rausgehen ist, würde ich sagen, ein Teil dieses Wohlfühlprogramms. Ja, wir haben folgende zwei Zahlenreihen und ich bin neugierig, ob wir hier aus dem aktuellen Geschehen etwas herauslesen können. Denn auch wenn ich jetzt nicht so genau weiß, was die Lilith heißen könnte, ja, sehe ich doch Neptun am Aszendenten. Mond bildet ein Quadrat in die Halbsumme zwischen
Jupiter und Neptun, das sind schon sehr starke Aussagen. Wir haben hier die Halbsumme im Zusammenhang mit dem Aszendenten. Also ich kann mir da schon einen, glaube ich, ganz guten Reim drauf machen. Ja? Und auch Sonne als Herrscher des sechsten Hauses auf 3 Grad im, also nahe dem vierten Haus, aus dem dritten Haus kommend, aus dem Bereich der Propaganda kommend. Also wir sehen da schon ein paar interessante Faktoren und ich glaube, ich werde euch nicht so sehr enttäuschen, wie ich angekündigt habe. Es könnte interessant werden. Ja, und wie gesagt, Mond im Steinbock, also da geht's ja auch nicht gerade um leichte Themen, also das ist ja auch nicht unbedingt die angenehmste Besetzung eben in Opposition zum Domizil, jetzt habe ich es gerade rausgebracht. Ja. Naja, also das heißt, die Opposition zum Domizil nennt man dann auch Exil. Wir haben folgende Gewinnzahlen, die alte Zahlenreihe vom 15.06.2022, übrigens ein keltischer Sonntag, der richtet sich jetzt nicht nach der Zahlenreihe, sondern der keltische Sonntag ist immer der Tag nach der Mondphase, also in dem Fall der Tag nach dem heutigen Saturntag, Samstag, Vollmond. Ist morgen ein Sonntag. Die Zahlen lauten 15, 21, doppelte 23, 25, 27, daraus resultierend die 9. Eine Zahlenreihe, die mir ehrlich gesagt ganz hervorragend gefällt, wieder hervorragend gefällt, aus einem Grund, weil sie die Geschichte sehr treffend erzählt. Ich möchte mich auf einen Punkt hinaus, aber das verrate ich dir erst im zweiten Teil. Die 15, hier geht es um große Machtspiele, um dunkle Themen, um Satanismus. Der Teufel ist ja im Tarot. Die 15, ja, die Abhängigkeit, die große Abhängigkeit von Beziehungen, Materie, Macht. Wie wird das gelesen? Es sind des Teufels Freunde 4. So ungefähr, wie war das noch schnell? Zum Schluss war die Gier, Macht, Dummheit, das vierte haben wir offensichtlich vergessen. Ja, die 21 an zweiter Stelle zeigt uns, dass es gut ausgehen dürfte. Also das hört man ja gerne. Ja? Und hier an dieser Stelle eine Kerninformation. Ich habe in der Früh wieder Energie getestet, in der Früh meine morgendliche Sonnenmeditation, sehr schnell nach dem Aufstehen aus dem Bett. Ich bleibe im Bett immer so ein paar Minuten liegen, habe auch mich an die Träume sehr gut wieder erinnert. Und der dritte kommt nicht zustande, okay? Es wird keinen dritten geben. Ich habe gestern viele Seiten, meine Augen sind rot wie Kaninchenaugen, weil ich habe viele Stunden über dieses Thema gestern recherchiert und außer Angstmache habe ich nichts gefunden. Ich sage es dir, der dritte ist erledigt, ja? Der dritte ist weg, der ist weg. Ja, ganz wichtig, der ist weg. 21 beschreibt auch, es geht gut aus, ja, es geht gut aus. Und bitte verlassen wir uns lieber auf unsere Arbeit, auf irgendeinen Donald Duck oder wen auch immer. Die doppelte 23. Die doppelte 23 heißt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von fern ein Lichtlein her. Naja, dieses Lichtlein sind wir selber, auf gut Deutsch, unsere eigene mentale Kraft, unser Traumkörper ist es, der hier den Game Changer macht, auf Neudeutsch. Also das heißt, wir werden hier einen Paradigmenwechsel sehen, und zwar der Sonderklasse. Und dieses Horoskop ist auch ein Paradigmenwechsel-Horoskop, aber kein einfaches Horoskop. Naja, mit Neptun, ich sage, also ziemlich genau am Aszendenten und Aszendent Fische, irgendwie nicht verwunderlich. Die 25 an fünfter Stelle zeigt uns natürlich wieder, dass hier eine Art Racheaktion laufen dürfte. Ja? Aber die Racheaktion wird natürlich durch Wissen ad absurdum geführt. Ja? Die 27, der 200-Prozentiger, der Perfektionist, würde ich jetzt sagen, das heißt das Nicht-Lockerlassen. Wir haben ja den Mond im Steinbock. Ja? Das Nicht-Lockerlassen, das Dranbleiben an der Sache, ganz wichtig, wir bleiben dran, die Hartnäckigkeit. Naja, und als Ultima Ratio haben wir dann auch, Merkur-typisch, wertvolle Erkenntnisse. Und interessanterweise, ich meine, ja klar, Merkur wird irgendwo zu finden sein. Gut, also da jetzt einen Rückschluss zu ziehen, wäre vermessen. Ich ziehe daraus jetzt keinen Rückschluss, ich wollte nur sagen, Merkur ist in dem Fall Herrscher des vierten Hauses,
aber auch des dritten Hauses und des siebenten Hauses. Ja? Aber wir sehen auch über einen echten Spiegelpunkt zu Pluto, Herrscher von 8, dass es hier mit schmerzhaften, mit sehr schmerzhaften Erkenntnissen zusammenhängen wird. Ja? Und da würde ich sagen, diese fiktive Lilith, bitte hier ein L vorstellen. Ja? Du siehst hier, du siehst ein L, du siehst das magische L im vierten Haus, ja? Wie auch immer. Ja? Und ich glaube, da kommen wir der Wahrheit schon ein bisschen näher. Ja? Befindet sich schon sehr, sehr näher. Sehr, 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 sehr näher. Das ist mal was anderes. Gut, ich würde sagen, gnadenlos gehen wir die zweite Zahlenreihe auch durch, weil ich möchte im ersten Teil einfach die Zahlen abgeschlossen haben. Fertig. Schauen wir die neue Zahlenreihe an. Wir haben tatsächlich den 26. Tag des dritten Monats im Jahr 1739 im Fischezeitalter rückläufig gerechnet. Das Fischezeitalter endet im Jahr 2443. Also nix. This is the dawning of the age of Aquarius. This is the deception of the age of Aquarius. Also auch hier ganz witzig, dass wir auf eine vollkommen falsche Spur gelenkt wurden, dass man den Leuten Glauben machen wollte, ja, ihr seid schon im Wassermann-Zeitalter und alles ist gut und wir können unsere Lügen weiter bewahren und niemand würde es merken, weil wir haben die Kulisse verändert. Nein, wir warten noch ein wenig, ja. Es kommt sozusagen ja immer die Abrechnung. Die 26, die 29, die 30, die 37, die 40 und eine neue Zahl, die 49. Und naja, bis zum 21. kommen dann eben jeden Tag neue Zahlen dazu. Beim alten Datum wären wir jetzt am Ende des Jahres auf die 49 gestoßen. Hier mit den neuen Zahlen kommen wir, glaube ich, wenn ich jetzt mich richtig verrechnet habe, bis zu 55. Also das geht dann relativ schnell zur Sache. Kommen wir bis zu 55? Ich muss das überprüfen. Nein, kommen wir nicht. Das war Irrtum von mir. Wir kommen nur bis zu 50. Wir kommen nur bis zu 50, weil am 16.06. haben wir dann den Beginn des Jahres 1740. Und da geht es dann wieder ziemlich weit zurück. Gut, genug geschwurbelt, die 26. Die 26, naja, der Sklaventreiber, sozusagen, man wollte es sich leicht machen, man wollte sozusagen den angenehmen Weg wählen und jetzt muss man doppelt und dreimal so schwer arbeiten. Interessant. Die 29 an zweiter Stelle zeigt uns, dass es mit tiefen, mit emotional berührenden Ereignissen zu tun haben werden, ja? Dass wir aber auch unsere Abhängigkeit lösen sollen, ja, was ja auch irgendwie von der 15. die Aussage ist. Die Abhängigkeiten lösen, ja. Schau auf dich selber, schau, dass du mit dir alleine zurechtkommst. Die 30, eine Schutzzahl, zeigt aber auch immer wieder Rückzug an. Rückzug, den wir in der ersten Zahlenreihe in der 9 gesehen haben. Die 37, eine Schutzzahl, eine soziale Zahl, eine sehr gefühlsintensive, eine Liebeszahl. Vielleicht soll uns das auch zeigen, dass wir sozusagen mehr in ehrliche Gefühle als in aufgesetzte Gefühle gehen sollen. Ja? Die 40, eine sehr charmante, eine freundliche, eine nette Zahl, aber bitte auch immer wieder bedenken, hier steckt die 4 dahinter, ja? Der Herrscher. Und hier beginnen für mich die neuen Zahlen schon interessant zu werden. Und jetzt kommt's. Da-da-da-da! Boing, die 49 habe ich gestern frisch angefertigt. Naja, bitte, ich meine, Claude Debussy ist ja in meinen Augen ein Gigant. Warum? Weil er das Thema, glaube ich, La Mer heißt das, symphonisch aufgearbeitet hat. Aber wie hättest du die 49 bildlich dargestellt? Ist nicht so leicht. Die 49 meint halt, kann oft nichts festhalten, Trennungsängste. Das soll hier diese Wasserströmungen darstellen. Ja? Und hier auch, die Zahlen sind aus Fraktalen aufgebaut. Ja? Und es geht ja auch hier um eine Art Chaos, ja? Dass man überfordert ist mit dem Alltag. Ich glaube, da kenne ich jemanden, aber fällt mir im Moment nicht ein, wer das sein könnte. Ja, da. Ja, ich sage jetzt nichts. Ich bezeichne ja alles, was um mich herum ist, als mein Raumzeitkontinuum. Hier steht auch oft Chaos zu Hause. Ich habe die 49 nicht, doch ich habe sie. Ich habe sie als die Nebenzahl, als meine Nebenzahl. Ja, das ist die. Naja, das ist die untere Zahlenreihe. Die untere, nicht Zahnreihe, Zahlenreihe.
Und das heißt, hier mag man den Alltag einfach nichts und kann halt oft nichts festhalten. Also es entgleitet. Und aus der 49 ergibt sich dann aber auch die 13. Also das heißt, die neue Zahlenreihe wird jetzt konkreter. Die zeigt uns jetzt, worum es geht. Ja? Hier geht etwas zu Ende. Hier stirbt etwas, aber etwas Neues kommt daraus, tritt daraus hervor. Und was ist das? Worum geht es? Es geht um Macht, um Kontrolle. Ja, um Herrscherei, um Herrschaften. Naja, und da würde ich sagen, da liegen wir mit der Lilith im vierten Haus, würde ich schon einmal sagen, sehr stark im Themenbereich. In dem Sinne, weiter zum zweiten Teil. Ende.